seid gespannt. Ich möchte jetzt gerne mal was ausprobieren. Sie entscheiden ja da mehr oder weniger Pi mal Daumen. Kommen Sie ruhig mit. Soll ich mitkommen? Ja. Ja. Pi mal Daumen, was 9,15 Meter Entfernung sind, oder? Pi mal Daumen weiß ich es auch, aber wir können jetzt ja mittlerweile auch messen, weil jetzt kann ich ja den Ball markieren. Ja. Und dann habe ich alle Zeit der Welt, um zu messen. Wie messen Sie denn? Ja, mit Schritten. Ach so. Ja. Das heißt, beim großen Schiedsrichter sind 9,15 Meter 20,50 Meter. Ja, und beim kleinen Schiedsrichter sind es nur 6,30 Meter. Wir üben das ja. Guck mal bitte, wir haben eine Mannschaft hier. Die komplette Mannschaft, mal bitte kommen. Ihr macht jetzt mal die Mauer. Ja. Und Herr Brüch, Doktor. Müssen die Spieler auch Doktor zu Ihnen sagen? Nee, überhaupt nicht. Wir sagen, Herr Doktor, ich war kein fauler Doktor. Ja, lockerer. Sie sind Jurist, Sie sind kein Doktor Medizin, ne? Nee, ich bin Jurist, genau. Das heißt, Sie können bei Verletzungen gar nicht helfen. Am Platz ist locker. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück, weil Sie müssen jetzt sagen, wo die Band sich... Also, nehmen wir mal an, das ist mir zu weit weg, der Freistoß wär hier, ja? Hier ist der Freistoß. So, die Band muss 9,15 Meter. Mach ich gleich, Sie müssen aber das Spray geben, bitte. Achso, ja klar. Den Ball markieren. Ja. So. Also, weil dann ist nämlich das auch erledigt. Das wird hier so markiert. So. Also hier ein anderes Spray. Bei uns in der Bundesliga, das ist... Ja, das ist hier, das ist das Giftige noch. Das Giftige, genau. Ja. In der Bundesliga, also ist ja vom TÜV abgenommen. Markiert und damit können Sie auch nicht mehr den Ball weglegen. Das ist ja auch klar. Ja. Und dann gehe ich meine Schritte und die Mauer muss gleich mal weitergehen, weil sonst komme ich nicht durch. So, und bitte. Hm. Bin ich mal gespannt. So, bis daher. Oh, das heißt, die Mauer steht im Tor. Ja. Das ist natürlich schwer für mich. Fast im Tor, das ist natürlich schwer für mich. Und dann wird hier gesprayt. So, und dann wird da die... So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mal ein Maßband mitgebracht. Bin ich mal gespannt? Bin ich doch mal gespannt. Hier, halt mal einer fest von euch, wie gut Herr Brüch die Entfernung der Mauer zum Ball geschätzt hat. Da fliegen Sie aber jetzt nicht raus beim DFB, wenn es nicht stimmt, oder? Na, je nachdem, also wenn der Abstand deutlich zu klein ist. So, also 8 Meter. Naja. So weit würde die Mauer des FC Bayern dann wegstehen. 8 Meter ist okay, kann man durchgehen lassen. Ist ein bisschen zu aber hier täuscht es auch, weil die Entfernung, man hat hier keinen 16-Meter-Raum und so, oder? Das stimmt, das hilft. Es helfen auch die Markierungen am Platz. Das Gras ist teilweise auch anders gemäht und dann kann man auch da ein bisschen. Hier drin sieht ja auch so ein normales Tor viel größer aus als auf dem Fußballplatz. Ne? Was muss ich machen, wenn ich Schiedsrichter werden will? Ja, ganz einfach erstmal eine Prüfung machen und dann Spiele pfeifen. Könnte ich noch Schiedsrichter werden? Ja, Sie können auch. Profi-Schiedsrichter in der Bundesliga? Das würde nicht mehr klappen, aber Sie können... Wieso, was heißt, das würde nicht mehr klappen? Das ist natürlich, glaube ich, schon ein Tick zu alt, aber Sie könnten so eine... Was heißt denn das? Aber Sie könnten so Bezirksliga pfeifen, da brauchen wir auch Schiedsrichter. Bezirksliga? Wenn, dann pfeife ich Bundesliga. So, jetzt mache ich erstmal das Ding rein. So, die Mauer steht... Hab ich einen Griff, hoffentlich liegt nicht auf die Fresse hier auf dem glatten Boden. Achtung. Ah. Auf geht's, Stefan, schießt ein Tor. Schießt ein Tor, schießt ein Tor. Auf geht's, Stefan, schießt ein Tor. Das wäre okay. Das wäre okay? Ja. Kein Geld. Also, Herr Brüch hat gesagt, liebe Kinder, es lohnt sich, Schiedsrichter zu werden. Ja? Mittlerweile kann man auch ganz gut Geld verdienen als Schiedsrichter. Ja, ja? Auch zu Recht, oder? Zu Recht, wir schämen uns nicht dafür. Immer mal wieder einen Umschlag vom FC Bayern. Nein, natürlich nicht. Ist doch klar. Man kann sich überall bei Vereinen als Schiedsrichter bewerben oder ja, beim DFB? Verband, genau, beim Verband. Okay. In den Regionen gibt es genug Möglichkeiten. Ja. Ja. Wann pfeifen Sie Ihr nächstes Spiel? Am Wochenende. Ich weiß noch nicht wo. Wir fahren ja 2 Tage vorher, wo es hingeht. Das wissen Sie vorher gar nicht. Nur 2 Tage vorher, genau, wissen Sie das? Ja. Wir wissen, okay, dass wir ein Spiel haben, aber wo, dann eben kurzfristig. Hoffentlich beim FC. So. Das darf nicht, weil letzte Woche erst da. Ach so, das sehe ich dann nicht. Man darf ja, nicht so die ganze Saison die gleiche Mannschaft pfeifen. Nee, das machen wir nicht. Alles klar, vielen Dank, Dr. Brüch, meine Damen und Herren. So, unsere Band. Dr. Brüch. Und da unsere Band ja, so,
Morgen bei uns Jürgen Domian und Karl-Einer Heckner. Und da unsere Band gerade nicht an ihren Instrumenten steht, ihr habt euch doch a cappella die Musik drauf geschafft, oder? Kommt mal alle zusammen, kommt mal alle zusammen und singt mal rein. Jetzt singt die Band. So gut? Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Die Heavy Tones. Die